Ich will euch heute zeigen, was bei mir dieses Osterfest auf den Tisch kommt. Und zwar ist dieses Osterfest ein bisschen orientalisch angehaucht. Es wird einen Linsenbraten im Blätterteigmantel geben, dazu ein leckeres Schmorgemüse mit einem Soja-Minzjoghurt. Das Ganze orientalisch. Und wir beginnen mal mit dem Linsenbraten. Für den Linsenbraten habe ich mir klassische rote Linsen vorgekocht. Die habe ich mit der doppelten Menge Wasser und einem Esslöffel Brühe, ca. 400 Gramm, gekocht. Einmal abkühlen lassen, dass die Feuchtigkeit ein bisschen rausgeht. Dann haben wir, sag mal, diese gelbliche Masse hier, die wir jetzt anfangen zu würzen. Dann kommt als allererstes zu den 400 Gramm Linsen 150 Gramm gehackte Walnüsse, dass wir da auch schön was zu beißen haben. Dann kommen dazu zwei kleingeschnittene Knoblauchzehen, eine rote Zwiebel, zack, dran. Um eine orientalische Note hinzubekommen, haben wir hier geschnittene Datteln, ca. 8 Stück. Rein damit. Dann nehmen wir ca. einen halben Teelöffel gemahlene Nelken, einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt. Dazu gesellt sich ein gehäufter Teelöffel rotes Paprikapulver, edelsüß, ein bisschen ran. Ein Teelöffel Kreuzkümmel, typisch für die orientalische Küche, auch Kumin genannt, abgeschmeckt mit Pfeffer und einem anständigen Schuss Salz. Und dann kommen noch dran ca. 2 Esslöffel Tomatenmark, zack, 1 Esslöffel Senf und ein Bund gehackte Petersilie sowie ein Esslöffel Johannesbrotkernmehl. Johannesbrotkernmehl ist pflanzliches Bindemittel. So, dass die Masse nachher auch standhaft wird. Und dann wird das Ganze jetzt durchgemengt. Und obwohl ich noch nie im Orient war, genauso wird es schmecken. So, die Masse ist fertig. Dann nehmen wir uns jetzt ein Blech. Dann haben wir hier zwei Stücken Blätterteig, fertig aus dem Supermarkt. Da kommt der eine hier hin. So, den zweiten, den legt er ca. 3-4 cm über den anderen rüber. So, jetzt drückt er den hier leicht an, dass die beiden Hälften miteinander verbunden sind. Und dann kommt jetzt die Masse auf den Blätterteig. Mit etwas handwerklichem Geschick rollen wir diesen Blätterteig jetzt darüber. Ich habe jetzt hier mal drüber geschlagen. Dann könnt ihr jetzt noch zusätzlich noch mal mit einer Gabel angehen, den noch mal hier verschließen. So, den Braten umgedreht. Jetzt reibt er den oben noch ein kleines bisschen mit Olivenöl ein, dass der nachher nicht verbrennt. So, richtig schön einreiben, den Kumpel hier. Der Braten ist jetzt fertig und kommt jetzt bei ca. 170 Grad Umluft für ungefähr 35-40 Minuten in den Backofen. Und jetzt widmen wir uns dem leckeren Gemüseschmortopf. Dazu hitzen wir uns 2-3 Esslöffel Olivenöl in den Topf, worin wir jetzt 3 Frühlingszwiebeln, eine geachtelte Zwiebel, etwas Lorbeer und frischen Knoblauch anschwitzen. Dann kommen jetzt eine Paprika, eine Zucchini und 3 Möhren mit dazu. Das Ganze können wir dann gleich einmal anständig salzen und pfeffern und braten das ebenfalls alles einmal schön knusprig an. So. Das Gemüse wird schön angeknuspert. Und dann kommen jetzt 3 frische Tomaten dazu. Das Gericht ist schön grob, von daher habe ich die ganze Gemüse auch alles ein bisschen grober geschnitten. Dann kommen jetzt ungefähr 700 Gramm Kartoffeln dazu. Die habe ich recht klein geschnitten, da ist das Gericht auch relativ schnell fertig.
Dann kommt jetzt noch 250 Gramm Kichererbsen dazu. Typisches Gemüse für den Orient. Das Ganze wird jetzt gewürzt mit einem Teelöffel Kurkuma, einem Teelöffel Kreuzkümmel, einem Teelöffel gemahlenen Paprikapulver. Dann kommt jetzt dazu Harissa. Harissa ist eine ostafrikanische Würzmasse aus Chilis, Kreuzkümmel und Koriander. Dann kommt jetzt noch ein großer Schwarz Agavendicksaft dazu. Für eine herrlich süßliche Note. Dazu kommen jetzt 500 ml passierte Tomaten. Ungefähr einen halben Liter heißes Wasser. Und ein Esslöffel, Gemüsebrühe. So, und zum Schluss kommt jetzt noch ein Teelöffel Zimt mit dran. Das Ganze wird jetzt nochmal anständig durchgerührt. Dann kommt jetzt der Deckel drauf. Das Ganze wird jetzt mit ca. 20-25 Minuten bei mittlerer Hitze geschmort. Ist dann zeitgleich mit dem Braten fertig und jetzt kümmern wir uns um den frischen Sojaminzjoghurt. Dafür haben wir hier 500 Gramm Sojajoghurt, Natur ohne Zucker. Geben wir uns jetzt in eine Schüssel. So. Dazu kommt der Saft einer halben Zitrone. Abgeschmeckt wird das Ganze mit einem halben Teelöffel Zucker, einer Prise schwarzen Pfeffer und einer Prise Salz. Und dazu kommt ein halbes Bund frisch gehackte Minze. Das Ganze wird jetzt einmal schön durchgerührt. Schön glatt rühren. Und dann ist das auch schon fertig. Lecker aussieht. So. Und dann kommt jetzt das Schönste am Essen. Am Essen kochen. Guten Appetit.